Hallo, heute sind wir im Aquaz von der Becke Museum. Unsere chinesische Drei-Streifen-Scharnierschildkröte, fast ein Zungenbrecher, Guora trifasciata, ist mit ihrer gesamten Gattung in diesem Jahr Zootier des Jahres. Und das liegt daran, dass die ganze Gruppe stark bedroht ist, vom Aussterben bedroht ist. Und das wiederum, weil sie wirklich stark gejagt werden. Die Tiere sind für den chinesischen Markt unfassbar wertvoll. Ich will gar nicht sagen, was so ein Tier auf dem Schwarzmarkt kostet, weil ich Angst habe, dass vielleicht jemand kommt und sie stiehlt. Aber sie sind wirklich sehr wertvoll. Aber für uns sind sie natürlich für die Biodiversität unglaublich wertvoll und wir möchten dazu beitragen, diese Art zu erhalten. So haben wir aus einer Zuchtstation ein Weibchen und zwei Männchen bekommen und möchten zukünftig auch versuchen, diese Art nachzuziehen und halten aber außerhalb der Fortpflanzungszeit die Tiere getrennt voneinander. So freuen sie sich vielleicht umso mehr, wenn sie sich treffen, wenn wir sie zusammensetzen zur Zucht und Paarung. Und hier haben wir unser Weibchen in der Ausstellung und das Männchen ist in einem anderen Gehege in der Ausstellung und das zweite Männchen backstage. Das Besondere an den Scharnierschildkröten ist, wie der Name schon sagt, haben sie im Bauchpanzer ein Scharnier und sie können also die vordere Hälfte so zusammenklappen, dass sie richtig dicht machen. Und das ist also eine tolle Anpassung zum Schutz natürlich gegen Feinde. Der Kopf kann dann eingezogen werden und alles vorne ist wirklich richtig schön eingepackt, sodass dem Tier nichts passiert. Bei Zoos Media schauen wir hinter die Kulissen moderner Zoos. Wenn euch das gefällt, vergesst nicht am Ende des Videos zu abonnieren. Hier sieht man schön das Scharnier des Tieres im Bauchpanzer und das ist halt elastisch und damit können die diesen Teil halt eben nach oben klappen. Und das tun sie auch, wenn sie sich genügend angegriffen fühlen. Jetzt fühlt sie sich von mir nicht sehr angegriffen. Das schmeichelt mir ein wenig, aber ich kann sie mal ein bisschen ärgern, so wenn man die Füße so ein bisschen fasst. Und dann sieht man schön eigentlich, dass sie hier den Teil nach oben klappt, um sich damit einzupacken. Also sie kann das wirklich richtig so verschließen, dass man natürlich als Beutegreifer hier nicht mehr rankommt. Schwanz wird angelegt dabei. Schildkröten pinkeln immer sehr gerne, wenn man sie stört. Das macht sie jetzt oder er natürlich jetzt auch. Und die Füße werden schön eingezogen. Also so ein Panzer ist natürlich genau das, was es sagt, ein Panzer. Und hat große Schutzfunktion dann letztendlich. Ja, und man sieht schön, wenn man hier also wieder dran greift, dass sie, beziehungsweise er, den Bauchpanzer vorne dann wieder anklappt. Aus dem Grund heißen die Tiere Scharnierschildkröte. Unsere Scharnierschildkröte kommt ja aus Asien, diese aus China. Sie heißt ja chinesische Drei-Streifen-Scharnierschildkröte. Und man sieht diese drei Streifen hier schön auf dem Panzer. Und Scharnier halt, wie gesagt, natürlich wegen dem Scharnier hier am Bauch. Und es gibt aber so ein Pendant zu den Scharnierschildkröten, das sind die Terrapänen. Und die Terrapänen können sich nämlich auch zuklappen. Und das funktioniert halt eben auch ganz wunderbar. Ja, die Kampagne Zootier des Jahres wird alljährlich von der ZGAP, der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, ins Leben gerufen. Und diesem Jahr, wie gesagt, die Scharnierschildkröten allesamt bedroht und die brauchen dringend Hilfe. Und deswegen gibt es in den Zoos überall diese Poster, die auf die Kampagne und auf die Tiere aufmerksam machen. Und selbstverständlich gibt es auch ein Spendenkonto, wo man sich beteiligen kann und einen kleinen Geldbetrag, vielleicht auch einen großen, spendet, um diese Gruppe zu erhalten. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.